Heute zeige ich euch mein erstes Ball, also Balltorte, die ich gemacht habe. Und das ist meine zweite Torte. Und die habe ich mir gemacht aus meiner schokoladigen, saftigen Kuchen. Link werde ich euch unten geben. Dass das Video nicht so lang wird, habe ich mir das nicht gedreht. Und das Kuchen werde ich backen in zwei gleiche Schüssel. Ich glaube, die waren 20 cm Durchmesser, also oben gemessen, ganz oben. Und die habe ich gebacken, ja, so über eine Stunde im Ofen. Irgendwie wollte das nicht backen. Musste dann Stäbchenprobe machen. Normalerweise braucht das Kuchen 30 Minuten, aber bei mir hat es ja über eine Stunde gedauert. Aber egal. Nachdem das Kuchen gebacken war, habe ich mir das abgekühlt und im Beutel gewickelt und in Küche aufbewahrt für nächsten Tag, weil ich backe immer Kuchen einen Tag vorher, dass ich nicht so viel Arbeit habe. Ja, jetzt werde ich das Kuchen begradigen und da werde ich mir ja so eine, das Bucke werde ich mir abschneiden und könnt ihr das entweder so aufessen oder ja, anfrieren, Cake Pops machen. Ein bisschen habe ich noch gebraucht für die oberste Teil, aber ganz wenig. Und für die Creme habe ich genommen, also ja, für die Creme. Da habe ich Ganache genommen, wie man Ganache macht und die Creme zum Bestreichen. Link werde ich euch unten geben. Habe ich schon mal viel gemacht dazu, also Video. Jetzt werde ich jede Hälfte durchschneiden und dann werde ich mir die Ganache bestreichen und für 40 Minuten im Kühlschrank stellen, sodass die Creme fest wird und da die Kugel zusammenhält. Danach werde ich mir das zurechtschneiden und erste Schicht Ganache geben, also rundherum Ganache streichen, so bis sich die alle Krümel zusammenbinden, dann wieder abkühlen für 30 bis 40 Minuten und dann zum Schluss musst ihr dann noch schauen, ob ihr noch vielleicht vielleicht irgendwo abrunden. Und dann kann man zweites Mal streichen, diesmal ein bisschen dicker und glatt. Genau, ganz glatt, weil da kommt ja da drauf kommt schon die Fondant. Da streiche ich mir schon zweites Mal glatt streichen, ja, und dann wieder im Kühlschrank. Dann habe ich mir das, wenn das schon alles kalt war, hart, habe ich mir das auf eine Tortenplatte gegeben, also Unterlage, und mit weißem Fondant überzogen. Ich habe hier 400 Gramm weiße Fondant ausgerollt und jetzt werde ich mit der Hand ganz vorsichtig von oben nach unten streichen.
Dann habe ich benutzt Fondantglätter, aber ich wollte auch versuchen mit dem Stück Ganache zu glätten. Dann muss ich euch sagen, mit der Ganache irgendwie war besser. Ja, genau. Dann habe ich das wieder in einen kühlen Ort gestellt, weil draußen war sehr warm. Und dann, wenn das schon kalt war oder kühl, haben wir uns 300 Gramm Rollfondant ausgerollt und daraus werden wir die Förmchen ausschneiden. Da habe ich mir aus Papier, ganz normales Druckpapier, Förmchen ausgeschnitten, fünfeckige und sechseckige. Von den Weißen braucht man sechseckig, ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen, Hektagon und noch irgendwas. Genau, von den Weißen braucht man viel, von den Schwarzen, ja auch da braucht man viel. Genau, ich habe einfach alles so mit dem Messer ausgeschnitten. Ich habe mir eine Förmchen bestellt, aber die waren zu Verhältnis mit dieser Ball waren die zu groß, die Förmchen, genau. Ja, das muss man dann ausschneiden und dann später kann man kleben. Ja, und aus schwarze von die fünfeckige habe ich mir aus schwarze Fondant ausgeschnitten. Genau, da werde ich jetzt das drauf kleben. Ich habe hier Kleber benutzt, Zuckerkleber. Entschuldigung. Fangen wir von schwarz. Da habe ich erstmal schwarz geklebt und dann rundherum kommt die sechseckige. Und dann hatte ich ein bisschen Probleme gehabt danach. Da wird sie schon später sehen. Ja, die schwarze haben gepasst, also die zweite Runde. Und später die weiße haben nicht gepasst, deswegen habe ich wieder die schwarze abgemacht und weiße geklebt, so dass es passt. Naja, ein bisschen Schwierigkeiten hatte ich hier, aber hat endlich geklappt. Ja, wenn der Ball nicht so, wenn der das Torte ist nicht so richtig rund und ihr nicht entsprechend große Formchen habt, dann wird das nicht passen. Keine Ahnung, irgendwie nächstes Mal nehme ich mir einfache Form von Ball und normales Ball und werde ich das abmessen und keine Ahnung. Naja, was nicht passt, wird passend gemacht. Da muss man ein bisschen tricksen, ziehen. Unten musste ich da ein bisschen flicken. Ja, aber ganz im Ganzen war ich zufrieden. Der Ball hat mir gefallen, Geburtstagskind war auch zufrieden. Zum Schluss habe ich noch, da wo unten die Stelle nicht zugedeckt waren, habe ich mir Gras gemacht aus Fondant mit Hilfe von Knoblauchpresse und noch bunte Schmetterlinge drauf gegeben. Ja, und das war's schon. Torte war sehr lecker. Ja, und die andere habe ich gemacht, also die weiß-rot habe ich da einfach größere Formen ausgeschnitten. Die waren wieder zu groß, naja. Aber es war okay, war schon gut. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden, hat es euch gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.